Thema heute: Volumen von Rotationskörpern. Wir setzen also fort und machen Übungen dazu. Erster Fall: Wir wollen ganz einfach mal einen Zylinder bestimmen, und zwar mit einem Durchmesser von, sagen wir, 30 und einer Höhe von 40. Was ist, wenn nichts dran steht? Dann müsste es höchstwahrscheinlich ein Metaller gewesen sein, der es gemacht hat. Das heißt also, dann ist Millimeter gemeint. Ich schreibe das jetzt trotzdem dahinter, aber wenn ihr es mal ohne seht, dann ist Millimeter gemeint. So, entwerft ihr mal wieder ein entsprechendes Koordinatensystem. Ich empfehle, das wieder ein bisschen so zu machen, damit einem klarer wird, worum es geht. Y- und X-Achse, also etwas räumlich legen, und dann legt mal los. Ich mache Pause. So, in der Zeit fange ich mal an und errechne mal das Volumen sozusagen per herkömmlicher Methode. Ja, nebenbei auf Seite 220 ungefähr sind solche Beispiele aufgeführt. Wir werden uns dann weiter darauf beziehen. Und kurz vorher mal überschlagen, 225 mal 40 sind 9000, ich habe hier den Null unterschlagen gehabt, sind also rund mal Pi, rund 28 Kubikzentimeter, mal sehen, was bei rumkommt. Dann haben wir uns die allgemeine Formel geschnappt für, ich deute es nochmal an hier, oder hier fällt es besser auf, die allgemeine Formel für die Volumenberechnung, und die kann man auch aus dem Tafelwerk entnehmen, von unten bis oben, das Integral über diesen ganzen Kram. Und das war eigentlich dann bloß nur eine Rechenübung. Dann die ganze Sache eingesetzt, konkret, und zwar von 0 bis 40. Man legt immer günstigerweise das so auf die 0, das passt dann. Und da ja hier unsere Funktion nur lautete, R ist 15, das fängt bei 15 an und geht waagerecht, also parallel zur X-Achse, also kann ich sagen, hier nebenbei gesagt, hier könnte ich auch ein X hoch 0 hinschreiben, und daher kommt das. Das ist schon was mit X, aber das schreibt man nicht, da X hoch 0 ja 1 ist. Jo, und dann ist der Rest eigentlich nur noch einfach, also ganz normal einsetzen. Achtung, Quadrat nicht vergessen, den ganzen Kram quadrieren, 225. Danach dann wirklich integrieren, dann haben wir 225x in diesen Grenzen, und der Rest ist dann wirklich leicht, das ist dann nichts weiter passiert. Gut, machen wir ein nächstes Beispiel. Wir haben uns jetzt vorgenommen, mal ein Kugelvolumen zu ermitteln, und zwar über Rotation. Das könnte man sich hier in diesem Fall so vorstellen, Gesundheit, ich lege jetzt mal hier entsprechende Achsen rein, und zwar hier lasse ich meine Y-Achse durchgehen und meine X-Achse, die fängt hier irgendwo hinten an, geht durch den Mittelpunkt und kommt hier raus. Also X-Achse wieder dicker werden, ne? So, dann kann man sich Folgendes vorstellen. Wenn ich mir hier eine Halbkugel schnappe nur davon, warte mal, machen wir es mal so. Also hier nur eine halbe Kugel schnappe. Gesundheit. Und ich lasse diese Linie hier, um die geht's. Ich lasse diese Linie einfach rotieren, um dieses, um die X-Achse, nochmals, alles Gute. Wenn ich die rotieren lasse, dann entsteht hier automatisch eine Halbkugel. Und wenn ich die mal zwei hinterher nehme, habe ich es auch geschafft. Also diesen Viertelkreis, wenn ich den rotieren lasse, dann klappt das. Das ist keine Parabel. Achtung, wenn ich annehme, das sei der Teil einer Parabel hier unten, dann werde ich enttäuscht, weil das kann man entsprechend mit Wertepaaren ganz leicht nachprüfen, weil das hier keine absolute Rundung ist. Wir haben uns aber Folgendes gesagt, also wir haben dieses Ding rotieren lassen und wir haben die Funktionsvorschrift für einen Kreis letzten Endes als x² plus y² ist r² ermittelt. Wie kommt man dann drauf? Wenn ich mir den Kreis nochmal hier so, kleinen Moment, hier gibt es eine Frage. Nee, auch eine Sinusfunktion, die hat hier nach fast gerade Stücken, wenn sie durch die x-Achse durchsaust. In diesem Fall geht auch keine Sinusfunktion. Aber wir können uns das ganz leicht anhand des Einheitskreises ermitteln. Und zwar gucken wir uns das mal an. An der Stelle hier. Nochmal. Hier habe ich einen Radius drin. Der Radius ist hier überall gleich groß. Lassen wir den 1 sein. 1. Einheitskreis, ne? Deswegen auch Einheitskreis.
Mir geht es jetzt bloß um diesen Teil hier. Was ist denn, wenn ich hier, mache ich es mal in dunkelgrüner Farbe, was ist denn, wenn ich jetzt hier ein Dreieck reinlege? Dann habe ich hier einen rechten Winkel. Und jetzt ergibt sich jedes Mal, das ist der x-Wert hier, das ist der y-Wert und jetzt kann ich sofort mit dem Pythagoras arbeiten und daher kommt auch diese Kreisformel. Die funktioniert für jeden Punkt des Kreises genauso. Immer ergibt x² plus y², auch wenn x kleiner wird oder größer wird und y dementsprechend genauso größer oder kleiner wird, ne, im umgekehrten Fall, ergibt das immer wieder r². Und wenn ich die jetzt irgendwie umstelle, und das machen wir mal, dass ich sage, ich lasse y alleine stehen, dann ergibt y ist gleich, ich schreibe nochmal das Quadrat dann, y² ist r² minus x². Und wenn ich y haben will, dann sage ich, okay, dann ziehe ich hier raus die Wurzel. Und das ist unsere Funktion tatsächlich für einen Kreis. Und da seid ihr jetzt gefragt, also hier habe ich die Funktionsvorschrift dafür, die brauche ich dann. Die haben wir ja vorhin immer hellgrün gemacht. Das ist meine Funktionsvorschrift dafür, dass ich dann auch einen Viertelkreis rotieren lassen kann. Wir müssen uns bloß vorher genau überlegen, was wird aus dem Ding. Achtung, kann ich einen ganzen Kreis nehmen, nehme ich einen halben Kreis, wir müssen letzten Endes wieder dahin kommen. Jetzt seid ihr wieder dran. Wir haben uns gerade überlegt, wir machen das mal mit einem Meter. Ein Meter ist eine Längeneinheit und legen jetzt mal los. Mal sehen, was bei rumkommt. Also hier ergebe sich, V ist gleich 4 Drittel Pi mal 1 Kubikmeter. Ne? Das ist ja schon nahezu fertig hier. So, und wenn ich das kürze, dann müsste es ungefähr rund 4 Kubikmeter ergeben. Kürze meine ich, wenn ich Pi als 3 annehme. Also rund, ganz rund 4 Kubikmeter muss rauskommen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hatten wir gesagt, okay, jetzt setzen wir mal diese Formel einfach hier ein. Wenn wir da hinkommen, dann müsste es ja klappen. Wenn man jetzt wieder denkt, naja, ist ja schön, wir haben von 0 bis 1 die ganze Sache anzunehmen und macht das dann hier, das ist jetzt eine pure Hinschreibetechnik, dann ist es ja alles ganz schön und gut. Und dann kommt man auf rund 2, wir wollten müssen aber rund 4 rausbekommen. Der Haken ist folgender, dass wir hier, Moment, ganz genau, wir haben ja nur den positiven Bereich rotieren lassen, nämlich den hier vorne, also hier diesen. Den haben wir rotieren lassen. Alles gut und schön. Ja, bloß der Haken ist, wir haben hier hinten noch eine Kugel dran. Was ist aber, wenn ich jetzt das Ganze mit minus 1 bis 1 mache? Probieren wir das mal aus. Jetzt die Überlegung heißt, naja, dann machen wir das nicht von 0 bis 1, sondern von minus 1 bis 1 und probieren das mal aus. Also das war hier von 0 bis 1. Das, okay, also, und jetzt probieren wir das hier mal aus. Also wir hatten hier gesagt, wenn hier nur die Hälfte dabei rauskommt, dann haut das ja nicht hin. Na, und wir hatten gesagt, wir setzen mal als Grenze ein von minus 1 bis, weil hier hatten wir ja von 0 bis 1 gerechnet und dann entsprechend eingesetzt, habe ich hier hinten diesen Teil. Wenn man hier nicht höllisch aufpasst, kann passieren, dass man hinterher 0 rausbekommt, beziehungsweise, dass man wirklich 0 rausbekommt. Dass man also sagt, dann rechne ich lieber erst nur von 0 bis 1 im positiven Teil und nimmt den mal 2. Das geht genauso gut, als wenn man sich hier verhaspelt. Aber ohne zu verhaspeln, also hier nochmal ganz ausführlich hingeschrieben, schön die minus 1 zum Quadrat mal minus 1, das war ja mein x-Wert und so weiter und so fort, kommen wir dann zum Schluss auf Pi mal 4 Drittel. Und Pi mal 4 Drittel, V ist demzufolge Pi mal 4 Drittel. Und das waren, was hatten wir angenommen, Kubikmeter, ne? Also Längeneinheiten Kubik. Dementsprechend ergibt das Pi 4 Drittel Kubikmeter. So, und das sind rund 4, das passt. Ne? Das ist das, was wir ungefähr angenommen haben. Das hat funktioniert. Schön. Pause. Gut, auf der Suche nach Rotationskörpern kamen wir auf eine Injektionsnadel. Und wenn man die so rumsieht, Grundprinzip ist doch bei dieser ganzen Volumenberechnung immer, dass man sagt, man muss irgendwie die Kurve finden, das heißt den Graphen einer Funktion dazu. Und jetzt sieht das Ding nicht unbedingt so aus, als wenn wir hier einen Graphen hätten, der tauglich wäre. Aber die Idee kam schon aus dem Publikum, was ist denn das, wenn ich das spiegle, wenn ich das Ding
mal so laufen lasse. Und schon haben wir eine Wurzelfunktion. Und da könnte man rangehen. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Und dann sagt man eben von am sichersten immer von 0, hier, von 0, untere Grenze, bis tralala, so weit wie dieses Ding eben geht. Von 0 bis obere Grenze. So, jetzt müssen wir uns natürlich vorher überlegen, wie sieht denn eine Wurzelfunktion aus, wenn ich die integriere. Und dazu mache ich nochmal eine Pause. Wir haben uns gerade überlegt, wenn ich eine einfache Wurzel mir schnappe und sage Wurzel aus x, also die Quadratwurzel aus x, dann hat die einen ziemlich stumpfen Verlauf. Wir wollen aber eine Injektionsnadel herstellen. Was müsste man eigentlich machen? Schnappen wir uns mal hier Punkt 1, 1. Hat die ihren typischen Punkt? Bis dahin geht das ja noch. Schnappen wir uns mal die dritte Wurzel. Die dritte Wurzel hat allerdings diesen Verlauf. Und zwar auch hier wieder, Punkt 1, 1. Aber die scheint schon flacher zu gehen. Was passiert mit dem unteren Teil hier? Geht das auch? Ich erinnere nochmal, kann man die Wurzel aus minus 1 ziehen, die dritte Wurzel? Ja, ne? Also, aus minus 1, das müsste auch gehen. Was passiert denn mit der vierten Wurzel? Wie sieht die aus? Ich erinnere an was anderes. Es geht um das Thema Umkehrfunktionen. Wie sieht f von x ist x Quadrat aus? So. Wie sieht f von x ist x hoch 3 aus? So. Was passiert hier in diesem, Achtung, in diesem Bereich hier, um die 1, 1, das heißt unter 1, was passiert da? Achtung, gucken wir uns noch diese Funktion an. Oh. Gucken wir uns noch die x hoch 4 Funktion an. Die läuft auch schick und ist unten arg abgeplattet. Und jetzt wieder, was passiert in diesem Bereich. Darauf müssen wir ein bisschen Acht geben. Wenn man sich diese Kurvenverläufe nochmal verinnerlicht und sagt, es geht hier teilweise um Umkehrfunktionen, teilweise, weil ich nicht in den negativen Bereich bei den Gradzahligen kann, aber im Bereich 1, 1 werden die alle, unter 1, 1 werden die alle furchtbar platt. Das heißt, wenn ich so eine Nadel nehme, die täte einem Menschen sehr weh. Die ist vorne sehr abgeflacht. Wie müsste man eine Wurzel auswählen, und das wird noch schlimmer, wenn ich die 400. Wurzel aus x nehme. Ich übertreibe mal. Die 400. Wurzel aus x, die sieht dann wahrscheinlich eher so aus, dass sie, ach, nicht schön, kleiner Moment. Die sieht dann wahrscheinlich so aus, dass sie zack, zwar hier 1, 1 trifft und dann hier ziemlich gerade weitergeht. Hier hinten wäre das alles noch in Ordnung, aber hier unten, hier geht es ja ganz scharf um die Ecke, also das wäre wohl nichts. Was müssen wir tun? Was ist also, wenn wir ein entweder absolutes Glied einsetzen, ich mache das mal, der Vorschlag kam, das heißt, wir lassen das Ding hier unten erst anfangen und unser Punkt 1, 1 verschiebt sich ganz arg. Wir versetzen das ganze Ding um minus 0,8 meinetwegen nach unten und uns interessiert dann nur dieser Kurvenverlauf ab hier, dann hätte ich was Spitzes, richtig. Oder noch eine andere Idee, was ist, wenn ich sage, ich nehme hier noch eine Art M, eine Art Anstieg, also noch einen Faktor davor und sage, der ist meinetwegen ein 32. Was würde dann passieren? Dann müsste Folgendes passieren. Wir nehmen mal 1, setzen ein, 1 und der Punkt 1, 1, der würde ganz scharf runterwandern. Ne? Dann könnten wir nämlich bei 0 anfangen. Ach so, kann ich das gar nicht malen. Und der Kurvenverlauf wäre wirklich furchtbar flach. Gut, also beide Ideen sind tauglich. Hier hätte ich eine Spitze, hier hätte ich auch eine Spitze, aber leicht abgerundet und kann immer noch eine Düse reinbringen und so weiter und so fort. Genau das ist es. Nehmen wir uns mal 1/32 Wurzel aus x vor und machen da mal eine Übung damit. So, jetzt habe ich den Graphenverlauf mal hingemalt, also 1/32 Wurzel aus x. Und das müssen wir jetzt integrieren und das ganze Ding mit Leben erfüllen. Glücklicherweise haben wir unsere Funktion hier in den Nullpunkt gelegt und jetzt kann ich sogar noch ein Loch reinbohren, ganz dünnes, und wir lassen das mal wieder, wir lassen es einfach mal 20 lang sein, 20 mm. Also hier habe ich x und hier hinten das bisschen y. So, weiter geht's. Klar, wenn ich das integrieren will, dann schreibe ich hier lieber x hoch 1/2 dazu. Entweder 32 hoch minus 1 auch, das kann man auch machen, aber das kann man eigentlich als Faktor lassen. Ne? Faktoren können wir herausschreiben. Gut, machen wir das mal. Na, jetzt haben wir ein Problem hier an der Stelle. Ne? Also
Wir haben keine Vergleichsformel für dieses Ding. Das heißt also, hier an dieser Stelle müssen wir uns mal überlegen, wie groß wird denn der Radius, damit man ungefähr mit einer Überschlagsrechnung sich das klar machen kann. Und da sagt man ganz einfach, ich nehme die Funktion und setze hier 20 ein. Wurzel aus 20 ist ungefähr 4,5. Also Radius ist rund 1/32 von 4,5. Sind wir mal Kumpel, sagen wir einfach 4 dazu, dann kann man kürzen. Der müsste ungefähr 1/8 Millimeter sein. Das ist nicht viel. So, wenn ich dann also rund 1/8 Millimeter habe und diese 1/8 Millimeter als Radius nehme, also V ist ganz rund dann, sagen wir, ja, 1/8, bleiben wir ganz dabei. Pi mal und dann R Quadrat, 1/8, das sind 1/64 Quadratmillimeter mal 20 mm lang, dann komme ich auf, naja, kürzen wir das durch 2, habe ich hier 10 und habe ich hier bloß noch 32. Ach du liebe Zeit, das ist auch nicht mehr viel. Die 32 gegen das Pi gekürzt, sähe dann so aus ungefähr, also das als 3 angenommen, V ist noch runder, 3 und 32 gekürzt heißt 1/10 mal 10, also rund 1 Kubikmillimeter wird rund, ungefähr in diesem Bereich müssen wir rauskommen. Warum? Nochmal. Pi ist rund 3 gegen eine 30 gekürzt. 3,14, 32 passt noch besser. Habe ich 1/10 mal 10. Naja, ist 1 Kubikmillimeter, was ungefähr ganz, ganz, ganz rund rauskommen muss. Und jetzt rechnen wir mal weiter. Das Ding hat ein paar Klippen. Und zwar Klippen insofern, ich habe hier meine allgemeine, warte mal, ich habe hier meine allgemeine Formel. Und jetzt setze ich meine Funktion ein. Meine Funktion war ja 1/32 Wurzel aus x. Schreibe ich als 1/32 x hoch 1/2. Achtung, aufpassen, vorher quadrieren. Ich habe also das Integral nochmals hingeschrieben als 1 durch 32 zum Quadrat mal und Wurzel und Quadrat hebt sich glücklicherweise auf und kann jetzt weitermachen. Jetzt kann ich diesen Faktor, den kann ich mit nach vorne vor das Integral ziehen und hier hinten aus x wird x Quadrat halbe. Und das Ganze in den Grenzen von 0 bis 20, demzufolge Pi 32 Quadratstel mal 200. Warum? Wenn ich 20 mal 20 einsetze, habe ich 400 durch 2, sind 200, minus hinten den ganzen Kram mit der 0 gemacht, minus 0. Und dann kommt raus 0,613 Längeneinheiten zum Kubik. Also, da wir Längeneinheit als Millimeter angenommen haben, 0,613 Kubikmillimeter. Und das passt in unseren Bereich rein. Wir haben richtig gerechnet. Also wir haben das jetzt auch in diesem Fall geschafft. Ich zeige nochmal, worum es ging. Rotationskörper, wir haben uns nochmal rangetastet. Wie macht man es mit einem einfachen Zylinder? Klar geht das so leichter. Aber allgemeine Formel raussuchen, in die allgemeine Formel eine Funktion einsetzen. Und wir haben ja mittlerweile gelernt, man muss für jeden Körper, den man rotieren lässt, eine Funktion dafür finden. Hier war sie leicht. 15 mal x hoch 0 einsetzen ging leicht. Das war nicht schwer. Hier musste man sich überlegen, Achtung, wenn ich sicherheitshalber nur den positiven, den vorderen Bereich nehme, muss ich alles hinterher mal 2 nehmen. Warum haben wir vorläufig erstmal den positiven Bereich genommen? Lag daran, dass es hätte sein können, dass wie bei der Flächenberechnung eine Volumenbilanz rauskommt, die dann 0 ist. Weil wir bewegen uns ja unterhalb der x-Achse und da könnte das passieren. Aber ist nicht passiert, schon gar nicht hier, hätte hier passieren müssen, denn hier haben wir das ganze Ding ja unter die x-Achse runter rotieren lassen und kommen erst hier hinten wieder an, also von hier bis hier. Theoretisch hat das passieren können. Aber man sieht, wenn man ganz strikt die Integralregeln anwendet, kommt man auf vernünftige Ergebnisse, auch beim Kreis, den ich zur Kugel mache. Hier nochmal ganz tippeltappeltur, auch die untere Grenze als minus 1 angenommen, eingesetzt, klappt auch. Und bei dieser Figur muss man sich erst überlegen, welcher Kurve sieht denn das ähnlich? Wenn man diese genau spiegelt, hat man es mit einer Wurzelfunktion zu tun. Dann kam unsere Betrachtung und wir wollten ja eine Nadel entwickeln, die nicht wehtut. Das heißt, je höher in diesem Fall der Radikant bzw. bei der Umkehrfunktion der Exponent gewesen ist, umso stumpfer wird das Biest vorne. Wollten wir nicht. Gab es zwei Ideen. Entweder wir machen sie sehr spitz, indem wir einfach alles nach unten verschieben und dann mit einer spitzen Nadel weiterlaufen. Oder indem wir ganz einfach einen Faktor davor setzen, sodass wir noch eine gewisse Rundung behalten, damit es nicht ganz so schlimm wird für den Menschen, der damit gepikst wird.
Wir haben also ein 32. Wurzel aus x angenommen. Hier unsere allgemeine Formel. Pures Einsetzen, hier gibt es eine Klippe, Achtung, das muss auch quadriert werden. Und wenn wir das quadrieren, ist nichts weiter Schlimmes. Und wir können diesen großen Faktor, ohne den auszurechnen, einfach unten unter das Pi schreiben, also vor das Integral holen, das heißt auch vor die eckigen Klammern holen. Ich hätte hier eigentlich Folgendes machen müssen, ich hätte hier eine ganze Klammer drum setzen müssen, weil ja auch die 0 mit dem Pi 32. Quadrat multipliziert werden muss. Wichtig bei der ganzen Sache, dass man sich ungefähr überlegt, wie groß ist der Radius, um dann mal eine überschlägige Rechnung zu machen. Denn hier kann es mal schnell passieren, dass man entweder zu viele oder zu wenige Kommastellen drin hat und dass dann hier ein unmöglicher Wert rauskommt. Das passt aber ganz gut zusammen. Ich schließe das Video ab. Wünsche viel Vergnügen heute Abend beim Üben.